Pinguin Update 2.0. Mein Name ist Philipp Sauber. Ich bin von der Ihnen-Morgen zu schauen, Website marketing.ch. Es geht hier nicht um einen Bericht aus dem Zoo. Der Pinguin Update, genau gleich wie der Panda Update, sind Updates im Google Algorithmus. Pinguin, der beleuchtet ganz im speziellen Spam, Web-Spam. Da geht es vor allem um Backlinks, um Links, die auf meine Seite zeigen, die eben nicht ordnungsgemäß sind. Und darauf legt Google zusammen mit dem Pinguin Update ein Augenmerk. 1.0 hatte keinen großen Einfluss, zumindest hier nicht in Europa. Wahrscheinlich wird hier auch weniger gespammt, gehe ich mal von aus. Der 2.0er auch nicht viel mehr. Wir schauen uns kurz auf Search Metrics einer Webseite oder einer Firma, die eben solche Indexes verfolgt. Die schaut, wie die Visibilität von Websites sind, was die zu dem 2.0er Pinguin sagen. Und wenn ich hier reingehe, sehe ich hier die Domains, die betroffen sind. Das Cluster, hier habe ich Games, ich habe Business Sites, ich habe Blogs hier drin, Preisvergleiche, das ist natürlich was, was schon beim 1.0er getroffen wurde und vor allem auch vom Panda Update stark betroffen war und dann Pornoseiten. Also die holen sich irgendwo Links rein, die nicht optimal sind bzw. nicht gut von Google gewertet sind. Hier sehe ich die Visibilität, das heißt, wie stark eine solche Seite überhaupt auftaucht in den Suchresultaten, die Differenz in absoluten Zahlen plus die Differenz in Prozent zur Vorperiode. Hier sehe ich eigentlich nur englischsprachige Sites. Die einzige, die ich hier finden kann, ist eine .co-Site überhaupt im deutschsprachigen Bereich. Das ist die Seite onechannel.co. Wenn ich mir die ansehe, schaue, dann sehe ich hier nicht viel. Da kann ich nicht viel zu sagen, weil es geht hier um Backlinks. Also Homepage-mäßig werden die vielleicht auch Sachen falsch gemacht haben. Das wird dann vom Panda beurteilt, aber offenbar kriegen die hier auch spammige Links rein und das sehe ich dann auch hier schön in diesem Index hier drin, diese Grafik zeigt mir die Visibilität dieser Seite an und dann sehe ich hier, die bricht eben genau hier zum zweiten Mal, zum ersten Mal bereits im März dieses Jahres, zum zweiten Mal nun auch hier bricht die stark zusammen. Wenn ich mir andere Sites aus dieser Liste anschaue, auch hier kolossaler Einbruch eben um den 19. Mai rum, also kürzlich wurde Update, Pinguin Update draufgespielt. Auch diese Seite hier verliert sehr stark. Hier im hinteren Bereich von 27.000 kommen die auf 10 runter. Ich habe dann mal bei uns geschaut, wie es hier ausschaut. Unsere Seite beispielsweise, die merkt davon überhaupt nichts. Hat mich natürlich auch überrascht. Und beispielsweise Bild, eine sehr renommierte Webseite im deutschsprachigen Raum in Deutschland selber. Auch die wurde nicht beeinflusst oder nicht getroffen von diesem Pinguin-Update. Also wer weiterhin mit guten Backlinks arbeitet, sollte kein Problem kriegen. Kann natürlich auch sein, dass wir hier in Europa erst zu einem späteren Zeitpunkt die richtigen Auswirkungen des Pinguins erfahren werden, denke ich aber auch nicht, sonst hätte die .ch, die One-Channel-Seite, bei uns nicht jetzt schon getroffen, sondern dann eben erst später. Also, der 2.0er Pinguin, kein großer Einfluss, das sagt auch Searchmetrics, bisher nicht viel passiert, viel Wind um wenig. Das ist natürlich hier die Frage, gibt es den Pinguin überhaupt in dem Ausmaß, wie Matt Kutz davon berichtet? Die möchten natürlich, dass die ganzen Spams verschwinden aus dem Netz, damit eben der Index wirklich die besten Seiten zu oberst hat. Ich weiß nicht, ob sie das hinkriegen mit dem 2.0er, lassen wir uns überraschen, was noch mehr kommt. Wir bleiben auf jeden Fall dran, berichten darüber, lesen vor allem darüber und schauen, dass unsere Kunden hier top positioniert sind. Würde mich interessieren, was ihr vom 2.0er Pinguin bisher gemerkt habt. Kommentare, wenn ihr immer hier, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr hier abonnieren. Mein Name Philipp Sauber, ich bin von der IHNA AG und Sie haben Website marketing.ch geschaut.